Großbritannien, Ende der 80er Jahre. Die Polizei sucht einen Mädchenmörder. Doch wer genau ist es? Mit einer revolutionären Fahndungsmethode will die britische Polizei dem Täter auf die Spur kommen. Erstmals mit einem DNA-Test. Damit soll ihr Mörder überführt werden. England, Grafschaft Leicestershire, Sommer 1987. Auf einem einsamen Feldweg wird eine 15-Jährige vergewaltigt und erdrosselt. 3 Tage liegt die Schülerin vergraben unter einem Heuhaufen. Zeugen gibt es nicht. Die Aufklärung des Mordes in dem mittelenglischen Dörfchen läutet eine neue Ära in der Kriminalistik ein. Die Polizei setzt bei der Tätersuche eine bis dato unbekannte Methode ein, den DNA-Test. Die DNA enthält Erbinformationen eines jeden Menschen. Sie ist bei jedem einzigartig. An der Leiche des Mädchens sichern die Ermittler neben Sperma auch Hautreste unter ihren Fingernägeln. Genetische Spuren des Täters, sichtbar als DNA-Profil. Um den Mörder zu überführen, startet die Polizei den weltweit ersten Massengentest. Genau 5.511 Männer aus der Umgebung sollen Blut abgeben und eine Speichelprobe, damals noch auf Spezialpapier. So your name is Stephen Long. Unterschreiben Sie erst, meint der Arzt, und bitte kauen Sie hier am Tüll. Hier an der Karte, wir brauchen eine Probe Ihres Speichels und ein Röhrchen Blut. Im Dorfpub brüstet sich einer, dass er einen Stellvertreter zum Test geschickt hat. Danach muss er zwangsweise Blut abgeben. Tatsächlich stimmen die Spuren am Opfer mit dieser Person überein. Nummer 5512 ist der Mörder, der Bäcker aus dem Nachbarort. Das Gesicht des Bösen titelt die Zeitung. Der 27-Jährige muss lebenslang hinter Gitter. Der Fall sorgt auch in Deutschland für Aufsehen. Im Berliner Landeskriminalamt erinnern sich noch 25 Jahre später Experten daran, wie sehr sie die britischen Kollegen und deren sensationelle Methode bewundert haben. Das war zumindest in England zu dem Zeitpunkt einzigartig, revolutionär, und es war von ganz großer Bedeutung. Und hat dann auch im Nachgang europaweit zu einer extremen Ausweitung geführt. Und einige Jahre später wurde dann auch in Deutschland die DNA-Analytik etabliert. Universität Leicester. Alles begann nur 2 Autostunden vom Dorf des Mädchenmörders entfernt. Hier laufen seit Jahren Forschungsarbeiten im humangenetischen Labor. Der Biochemiker Alec Jeffries forscht über Erbkrankheiten und stolpert dabei genau über diesen Röntgenstreifen. Ein Blick ins Innerste der menschlichen Zelle. Ein DNA-Profil. Es ist einer der großen Zufälle der Wissenschaft. Passiert an einem Montagmorgen, so der Biochemiker. Jeffries erkennt sofort das Potenzial der DNA-Methode für die Jagd nach Verbrechern. Ich finde, das war eine bemerkenswerte Ermittlung, ein Jahrhundertfall. Ein Unschuldiger wurde entlastet und ein Schuldiger gefasst. Ohne den DNA-Beweis hätte man ihn nie gefunden. Dieser Mädchenmörder hätte immer wieder getötet. Die DNA-Analyse begann, Menschenleben zu retten, Leben künftiger Opfer. So the DNA analysis this time actually started saving people's lives, future victims. Für seine Entdeckung wird er später sogar von der Queen geadelt. Sir Alec Jeffries erkennt, dass es auf der DNA Abschnitte gibt, die keine wichtige Erbinformation beinhalten, die aber bei jedem anders sind. Nur ein Teil des DNA-Stranges besteht aus Genen. Sie prägen unser Aussehen, sind kodierend. Dazwischen liegt der nicht kodierende Bereich der DNA. Darauf sind die Sequenzen verschieden lang und wiederholen sich in unterschiedlicher Abfolge. Aus dieser Erkenntnis entwickelt der Professor den DNA-Test. Dabei wird die DNA in Bruchstücke zerlegt. Diese Stücke werden in ein Gel gespritzt und unter Strom gesetzt. Ein Kunstgriff. Denn die kurzen Abschnitte wandern schneller zum Pluspol. So entsteht ein Muster, das in radioaktiver Substanz sichtbar wird. Das Resultat: der genetische Fingerabdruck des Menschen.
eigentlich ein Strichcode, so wie auf Verpackungen. Ein Muster, das für jeden einzigartig ist. Jeffreys Entdeckung wird zum größten Meilenstein der Kriminalgeschichte. In dem Moment dachte ich, Heureka, ich hab's. Dieser Röntgenfilm veränderte mein Leben. Danach widmete ich mich ganz der Gerichtsmedizin. Nur ein Jahr nach dem Mord in England versuchen erstmals deutsche Ermittler, einem Täter auf die Spur zu kommen, mit Hilfe der DNA-Analyse. Berlin-Neukölln 1988, eine Schrebergartenkolonie. In Parzelle 15 wird eine Bankangestellte tot aufgefunden. Mit einer Großfahndung suchen Beamte das Areal um die Laubenkolonie und die Wohnung des Opfers ab, vernehmen über 100 Zeugen. Die junge Frau ist Opfer eines Sexualverbrechens. In ihrer Laube findet die erste Mordkommission Sperma des Täters. Die Spur reicht, um sie im Labor des Berliner Landeskriminalamtes aufzubereiten. Damals brauchen Wissenschaftler noch richtig viel Blut oder Sperma, mindestens so groß wie ein 2-D-Mark-Stück. Und nur die Briten durften die Analyse durchführen. Aus patentrechtlichen Gründen. So wurden die Proben nach England geschickt. Es handelte sich dabei um 2 Sekretspuren. Einmal um das Abstrichmaterial der Getöteten. Es handelte sich um einen Sexualmord. Und andererseits um eine Sekretspur, die auf einem Bettlaken gefunden wurde. 3 Wochen müssen sich die Mitarbeiter gedulden. So lange dauerte damals die Analyse. Dann das Ergebnis. Der DNA-Test aus England. Aus der alten Ermittlungsakte fischt der Kriminaltechniker das DNA-Profil der Sekretspuren. Die wurden abgeglichen mit einem Verdächtigen. Den hatten Fahnder schon länger im Visier. Einen Berliner, gefilmt an Bankautomaten, als er mit der Karte des Opfers Geld ziehen wollte. Die Kripo erkennt auf den Videos einen alten Bekannten. Doch der Vorbestrafte leugnet alles. Die Bilder sind zu unscharf. So setzt die Polizei alle Hoffnungen in den DNA-Abgleich mit einer Blutprobe des Verdächtigen. Damals reichte eine Speichelprobe noch nicht aus. Man brauchte damals tatsächlich eine Blutprobe und in diesem Fall wurde auch eine Blutprobe entnommen und DNA-analytisch untersucht. Tatsächlich stimmt die DNA vom Tatort mit der des Bankbetrügers überein. Mit einer Genauigkeit von 1 zu 15 Millionen. Erstmals in Deutschland wird ein Täter mit seinem genetischen Fingerabdruck belastet, den er am Tatort zurückgelassen hat. Für den Prozess reist eigens ein Gutachter aus England an. Unter dieser Beweislast bricht der 31-Jährige zusammen. Im Gericht gesteht er. Stimmen hätten ihm den Mord befohlen. Das Urteil: lebenslange Haft mit Sicherungsverwahrung. Die DNA-Analytik hat bestimmt einen gewissen Druck ausgeübt auf den Angeklagten, sodass es dann aus verteidigungstaktischer Sicht sinnvoll war, ein Geständnis abzulegen. Durch den genetischen Fingerabdruck war die Beweislast erdrückend. Klar wurde, die DNA-Analyse muss auch in Deutschland etabliert werden. Mit dieser Aufgabe wird das Bundeskriminalamt betraut und die Berliner Experten. Schnell ist das Verfahren auf dem Vormarsch, wird zunehmend wichtiger in Prozessen. So fällt der Bundesgerichtshof 1990 ein wegweisendes Urteil. Der DNA-Test ist bei Strafverfahren als Beweismittel zulässig. Diese Legalisierung eröffnet eine neue Dimension, auch für die Mitarbeiter im LKA Berlin. Das ist natürlich extrem wichtig, dass man das einfach auch in ein juristisches Fundament gegossen hat, sodass eben diese Arbeit auch auf festen juristischen Füßen steht, die wir machen. Und es hat natürlich auch infolge sozusagen dieses Urteils natürlich auch einen Schub in die Richtung gegeben, dass man natürlich DNA-Untersuchungen auch stärker beantragt hat und auch gefördert hat. 11 Jahre nach dem Fall in England wagen deutsche Fahnder den weltweit größten Massengentest. Niedersachsen 1998.
Als die 11-jährige Christina erdrosselt aufgefunden wird, weiß die Polizei nur, der Täter hat schon früher gemordet. Jahre zuvor ein anderes Mädchen, die Schülerin Ulrike E. Beide Kinder wurden auf dieselbe Art missbraucht. An beiden Tatorten identische Spuren. Die Beamten suchen einen Serientäter unter 30 Jahren aus der Gegend um Kloppenburg. Die Polizei organisiert den größten Massengentest der Bundesrepublik, ein sogenanntes Massenscreening. Zur freiwilligen Speichelprobe sind 16.500 Männer geladen, die Mehrheit erscheint. Über 250 Beamte sind im Dauereinsatz, eine logistische Herkulesaufgabe. Niemand zuvor hat je ein solches Unterfangen gewagt. Einer kommt nur auf Drängen seiner Verwandten. Familienmitglieder holen ihn ab. Fieberhaft werden die Proben ausgewertet in Niedersachsen und in Berlin. Ein Landeskriminalamt allein hätte diese Arbeit nie geschafft. Berlin hat dann einige tausend Proben auch abgenommen, übernommen. Und auch wir haben hier rund um die Uhr gearbeitet. Und die damals noch ohne Pipettierroboter und ohne die Automatisierung, die wir heutzutage haben, teilweise noch manuell mit Personaleinsatz. Zwischen Ostern und Pfingsten ackern die Beamten. Dann der Volltreffer. Die Spur Nummer 3889 führt zum Täter. Ein dreifacher Familienvater, verheiratet, vorbestrafter Sexualstraftäter in 14 Fällen. Wir haben es selber nicht geglaubt und haben dann rüber telefoniert. Auch die in Niedersachsen waren ziemlich ungläubig, weil wir haben laborintern diskutiert, gibt der überhaupt eine Speichelprobe ab? Wie sinnvoll ist so ein Massenscreening überhaupt? Also das war auch innerhalb meiner Mitarbeiter, unserer Mitarbeiter, Thema ständig. Und umso überraschender war es dann, dass tatsächlich ein DNA-Muster dann traf. Das Urteil für den Doppelmörder? Lebenslange Haft. Unter Kriminalisten gilt dieser Fall als überwältigender Fahndungserfolg. Für Familienangehörige der toten Mädchen ist klar, hätte man den Sexualstraftäter schon vor den Morden getestet, könnten die Opfer wohl noch leben. Bundeskriminalamt Wiesbaden. Nur einen Monat nach dem Mord an der kleinen Christina wird 1998 die bundesweite DNA-Analysedatei eingerichtet. Wer bedeutende Straftaten begeht, wird hier gespeichert, unter hohen Auflagen. Entweder muss ein richterlicher Beschluss vorliegen oder der Betroffene muss zustimmen, dass seine DNA untersucht wird. Mittlerweile schlummern im Archiv die DNA-Profile von 200.000 Tatorten und 700.000 Personen, die Straftaten wie Mord oder Raub begangen haben. Alles in chiffrierten Zahlencodes. Deutschlandweit konnten damit über 100.000 Verbrechen aufgeklärt werden. Ermittler schätzen vor allem das schnelle Ergebnis bei der Datenabfrage, bei jedem neuen Fall. Die DNA-Datei wird recherchiert, wird durchsucht und wenn es einen Treffer gibt, bekomme ich den innerhalb von wenigen Sekunden mitgeteilt, sodass ich ungefähr einen Zeitrahmen habe von einem Tag, das heißt von der Spurensicherung bis zum Treffer aus der DNA-Datei. Die Herausforderung für die Ermittler? Am Tatort jede DNA-Spur zu sichern. Ob Blut, Sperma, Urin, Speichel, Haut oder Haare, oft sind die Spuren mikroskopisch klein. Anfang des Jahrtausends brauchen Experten nur noch winzige Mengen DNA. Während sie früher ganze Hautfetzen, 2 D-Mark große Blutspuren oder Kippen brauchten, genügen ihnen Hautschuppen. Alles wird mit Klebeband oder Wattestäbchen gesichert. Selbst staubkornkleines Material kann vervielfältigt werden, dank einer bahnbrechenden Erfindung. Mithilfe der sogenannten Polymerasen-Kettenreaktion, kurz PCR. Das kann man sich eigentlich ein bisschen vorstellen wie ein Kopierer. Das heißt, wie wenn man sich vorstellt, die DNA wäre ein Buch und man möchte aus diesem Buch ganz spezielle Seiten herauskopieren, die nämlich individuell für jeden Einzelnen sind. Dann legt man dieses Buch auf den Kopierer und kopiert einfach diese Seiten mehrfach durch. Und das ist eigentlich das, was in der PCR-Reaktion passiert. Das heißt, wir kopieren ganz bestimmte Bereiche aus der DNA, die uns dann die Information für den genetischen Fingerabdruck geben. Eine gewaltige Verbesserung.
gegenüber früherer Handarbeit analysiert der Automat 46 Proben auf einen Streich. Auch das Ergebnis ist viel genauer. Statt nur 2 DNA-Merkmalen können 16 ermittelt werden. Eine kleine Sensation. Solch Profil passt nur zu einem Menschen auf der ganzen Welt. Das ist sehr, sehr genau. Das heißt, wir liegen hier bei so einem sogenannten Vollprofil. Das heißt, wir bekommen in allen untersuchten DNA-Merkmalsystemen auch ein Ergebnis. Und da liegen wir im Endeffekt über 1 zu 10 Milliarden. Das heißt, anders ausgedrückt, einmal weltweit. Trotz der Möglichkeit, jeden Menschen zu identifizieren, jeder Täter muss erstmal aufgespürt werden. Jedes Mal eine Sisyphusarbeit. Kunstdiebstahl im Berliner Brücke-Museum 2002. Hier hängt die weltgrößte Sammlung der Künstlergruppe, die Brücke. Ein Schatz im Visier dreister Kunstdiebe. An einem Aprilmorgen setzen Täter die Alarmanlage außer Kraft. Ziemlich simpel. Mit Bauschaum, einem Pappkarton und Plastiktüte überstülpen sie die Anlage. Durch ein Seitenfenster steigen sie ins Museum ein. Binnen Minuten reißen sie Gemälde von den Wänden, offenbar wahllos. Insgesamt 9 Bilder. Werke berühmter Maler wie Max Pechstein, Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner. Diebesgut im Wert von 3,6 Millionen Euro. Mit der Beute eilen sie durch den Museumsgarten, hebeln mit einem Schraubenschlüssel das Tor auf und flüchten. Überall suchen die Ermittler nach Spuren. Auf dem Gelände finden sie einen Handschuh. Auch am Gartentor gibt es auswertbares Material. Viel Arbeit für die Kriminaltechniker. Da wurden alle möglichen DNA-Spuren gesichert, Abwischungen genommen, da wurde ein Zigarettenrest gefunden, eine Blutspur gefunden und die wurden alle untersucht hier im Labor mit unserem Standard-Routine-Verfahren. 3 Tage nach dem Museumseinbruch. Polizeieinsatz im Schlossgarten Berlin-Charlottenburg. Ein Spaziergänger hatte eine Plastiktasche aus der Spree gefischt. Der Inhalt scheint wertlos. Kurz darauf stellt sich heraus, es sind die Rahmen, leider ohne die Gemälde. Dann findet die Polizei das Fluchtauto. Am Wagen noch mehr Spuren. Doch die Täter sind in der bundesweiten DNA-Datei nicht gespeichert. Dann hilft den Ermittlern Kommissar Zufall. In der Untersuchungshaftanstalt Berlin-Moabit landen 3 Männer. Sie wurden auf frischer Tat geschnappt beim Einbruch in ein Optikergeschäft. 2 Wochen nach dem Kunstdiebstahl. In diesem Fall gab es wohl auch Hinweise darauf, weil das Geschehen sehr ähnlich war, dass ein Zusammenhang bestehen könnte zu dem Vorgang mit dem Brücke-Museum, zu dem Einbruch im Brücke-Museum. Und von daher wurde dort eine Speichelprobe der 3 Personen abgenommen zum direkten Abgleich mit dem Vorgang Einbruch Brücke-Museum. Die DNA-Analyse beweist, der Optiker-Einbruch und der Museumscoup geht auf das Konto derselben Einbrecher. Die Männer aus dem früheren Jugoslawien sind geständig. In ihren Wohnungen wird das Diebesgut sichergestellt. Das Gemälde Junges Mädchen von Max Pechstein haben die Täter brutal zerschnitten. Der Wert alleine dieses Bildes 250.000 Euro. Die anderen Werke sind weitgehend unversehrt. Das Urteil für die Kunstdiebe 5,5 Jahre Haft wegen schweren Bandendiebstahls und gewerbsmäßiger Hehlerei. Die DNA-Profile der Täter landen, wie bei schweren Straftaten vorgesehen, in der DNA-Datei. Wer darin registriert ist, kann schnell überprüft werden. Der Mordfall Rudolf Mooshammer, München 2005. In seiner Luxusvilla wird der Modezar stranguliert aufgefunden. Fieberhaft ermittelt eine Sonderkommission. Sichert 200 Tatortspuren, wertet 500 Hinweise aus der Bevölkerung aus. Dann die entscheidende Spur. Ein Stromkabel, offenbar das Tatwerkzeug. Die Polizei findet darauf mikroskopisch kleine Hautschüppchen. Die reichen für die Analyse. Heute können wir schon
im Idealfall eine Einzelzelle, eine DNA-Untersuchung durchführen. In der Realität spielt sich das ungefähr so bei 30 bis 40 Zellen ein. Also nicht Schuppen, sondern wirklich Zellen. Das heißt, in einer Schuppe sind schon sicher 30 bis 40 Zellen drin, um sich das vorzustellen. Die Abfrage in der bundesweiten DNA-Datei führt zum Blitzerfolg. Der Computer spuckt den Zahlencode eines 25-jährigen Mannes aus. Nur 48 Stunden nach der Tat wird der Iraker festgenommen. Bereits ein Jahr zuvor wurde gegen ihn ermittelt. Wegen Vergewaltigung, Nötigung, Körperverletzung. Damals hatte er freiwillig eine Speichelprobe abgegeben. Doch im Fall Mooshammer leugnet der Hilfskoch zunächst den Mord, trotz erdrückender Beweislast. Dann packt er aus. Mooshammer sei am Münchner Hauptbahnhof in seinem Rolls-Royce vorbeigefahren, hätte ihm 2000 Euro für sexuelle Handlungen geboten, aber nicht bezahlen wollen. Der Richterspruch: lebenslänglich. Im Prozess wird klar, wie schnell ein Täter gefasst werden kann. Und Spuren zu vermeiden, ist nahezu unmöglich. Wir verlieren ja am Tag unglaublich viele Haare, beispielsweise. Wenn man schon morgens am Spiegel steht und sich kämmt, dann guckt man einmal in die Bürste und dann sieht man, wie viele Haare schon in der Bürste drin sind und wie viele mögliche Zellen damit verbunden sind. Wenn man sich die Haut anguckt, dann findet man kleine Schüppchen auf der Haut. Jede kleine Schuppe beinhaltet menschliche DNA. Das heißt, ich kann mich eigentlich gar nicht so komplett einpacken, als dass ich keine DNA-Spuren hinterlasse. Bei manchen Fällen gibt es sogar zu viele Spuren, wie bei der Jagd nach dem Wattestäbchen-Phantom. Eine mysteriöse Frau hinterlässt ihre DNA an Dutzenden Tatorten, schlüpft dennoch durch alle Fahndungsmaschen, jahrelang. Einer der verwirrendsten Kriminalfälle nimmt seinen Lauf. Alles begann im Jahr 2007 auf einem Parkplatz in Heilbronn. Am helllichten Tag wird eine Polizeistreife überfallen. Die Täter stehlen Waffen und Handschellen. Mit gezielten Kopfschüssen wird die 22-jährige Polizeimeisterin Michelle Kiesewetter getötet. Ihr Kollege liegt im Koma, lebensgefährlich verletzt. Eine 30-köpfige Sonderkommission versucht, Tatortspuren zu finden. Und die Täter? Waren es Auftragskiller, Terroristen, Neonazis? Am Polizeiauto werden erste Spuren gesichert, mit Wattestäbchen. Dann ins DNA-Labor geschickt. In jedem Landeskriminalamt können solche Spuren analysiert werden. Wir nehmen uns dann den Watteträger und beginnen dann mit der DNA-Isolation. Das heißt, der Watteträger mit der gesicherten Spur wird herausgenommen, wird in so ein sogenanntes Eppendorf-Gefäß verbracht. Das heißt, man knipst den ganz einfach hier rein und dann fällt diese sichere Spur, dieses Köpfchen in das Gefäß hinein. Und da werden dann die unterschiedlichen Reagenzien draufgegeben, um die DNA, die dort in diesem Watteträger drin ist, herauszulösen, aufzureinigen und eben die entsprechenden Fragmente, die uns interessieren, farblich zu markieren und zu vermehren, um sie dann sichtbar zu machen. Das gefundene DNA-Profil vom Polizistenmord ist bereits bekannt. Es gehört zu einer Frau, die offenbar eine Serientäterin ist. Auch sie ist in der bundesdeutschen DNA-Datei gespeichert. Sogar mehrfach unter dem Kürzel UWP, unbekannte weibliche Person. Mit Straftaten, die alle nicht zusammenpassen. Verbrechen zwischen tödlicher Präzision und Leichtsinn. Schon in einer Wohnung einer erdrosselten Rentnerin in Idar-Oberstein wird ihre DNA entdeckt. Auf einer Tasse in der Küche. Jahre später Spuren in Freiburg bei Einbrüchen und dem Mord an einem Pensionär. Dann weitere Morde. In Heppenheim sterben drei Autohändler. Der Täter wird verhaftet, aber auch in seinem Fahrzeug finden sich die Spuren der Phantomfrau. Sie ist extrem mobil. Ihr Strafregister wird immer länger. Ob Mord, Raub, Überfälle, an 40 Tatorten in Süddeutschland, Frankreich, Österreich schlägt sie zu. Um die Frau zu finden, setzen Ermittler auf eine europaweite Datenabfrage. Bereits seit 2005 ist die bundesdeutsche DNA-Datei mit anderen europäischen Ländern vernetzt. Dort sind zum Beispiel im Betrieb die Benelux-Staaten, Frankreich, Spanien und Deutschland, die in einer engen Kooperation regelmäßig ihre DNA-Datenbanken abgleichen.
In Einzelfällen kann dann auch über das Bundeskriminalamt und über Interpol ein Abgleich zum Beispiel mit den Vereinigten Staaten oder weltweit erfolgen. Dies beinhaltet dann aber immer nur konkrete Einzelfälle, einzelne DNA-Muster, die dann abgeglichen werden. Ermittler in ganz Europa suchen nach der mysteriösen Frau. Aber auch die europaweite Datenabfrage bringt sie nicht weiter. Bei jedem Hinweis wird eine Großfahndung eingeleitet. Der Aufwand ist enorm. Kaum ein Täter wird so gejagt. Allein in Deutschland leisten Beamte über 16.000 bezahlte Überstunden. Die Frau ohne Gesicht entwischt jedes Mal. Dann setzen Fahnder auf eine andere Methode. Bei 800 Straftäterinnen werden Speichelproben genommen. Über 4.500 Spuren auf Wattestäbchen ausgewertet. Wieder erfolglos. Je mehr Verbrechen das Phantom begeht, desto größer werden die Zweifel. Die Polizei beginnt 2008 in eine ganz andere Richtung zu ermitteln. Diesmal an der Quelle, in der Spurenauswertung und den Arbeitsmitteln, den Wattestäbchen. Die Fehlersuche läuft vor allem im Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Monatelang. Eigentlich gelten DNA-Tests als hundertprozentig sicher. Im Labor stößt eine Mitarbeiterin auf des Rätsels Lösung. Ich habe den Treffer von unserer Datenstation runtergemeldet bekommen. Und ich saß erst mal da und habe diese Vielzahl von Spuren betrachtet und habe mich schon gefragt, wie kann das sein? Offenbar eine Riesenschlamperei. Die Wattestäbchen, mit denen alle Spuren untersucht wurden, sind kontaminiert. Sie wurden schon bei der Herstellung mit DNA-Spuren von Mitarbeitern verunreinigt. Alle stammen aus einer bayerischen Fabrik. Die hatte 20.000 Wattestäbchen an mehrere Landeskriminalämter geliefert. Ein großer Schaden. Und die Konsequenzen? Das Bewusstsein ist geschärft worden. Die Hersteller haben dort erste Maßnahmen ergriffen. Es wird zum Beispiel eine Ethylenoxidbegasung häufig durchgeführt. Es wird geschaut, dass in dem Produktionsprozess möglichst keine Personen mehr tätig sind, sondern dass das weitgehend automatisiert wird. Also da haben sich die Standards wesentlich nach oben geschoben. Man arbeitet derzeit auf politischer Ebene daran, einen internationalen Standard für DNA-Freiheit zu entwickeln. Zumindest das Rätsel um die Phantomfrau ist gelöst. Es ist eine 71-jährige Packerin aus Polen. Ohne es zu wissen, hinterließ sie ihren genetischen Fingerabdruck auf unzähligen Wattestäbchen. Die Kosten dafür sind enorm. Der Schaden, so Experten, beträgt mehrere Millionen Euro. Innerhalb von 7 Jahren haben Ermittler 1.700 Spuren verfolgt. Dutzende Verbrechen sind noch ungeklärt. Nur der Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter scheint gelöst. Im November 2011 findet die Spurensicherung die gestohlenen Waffen und Handschellen der Polizistin und ihres Kollegen. Alles in einem ausgebrannten Wohnmobil in Eisenach, Unterschlupf einer rechtsextremen Terrorzelle. Als ihnen Fahnder zu nahe kam, töten sich 2 Neonazis. Ihre Komplizin setzt daraufhin das Zwickauer Wohnhaus in Brand, stellt sich und schweigt. Insgesamt 10 Morde, so die Bundesanwaltschaft, soll das Nazi-Trio verübt haben. Beim Polizistenmord vermuten die Ermittler Waffenbeschaffung als Tatmotiv. Mit DNA-Spuren abgleichen sollen die Verbrechen aufgeklärt werden. Nicht nur für die Polizei ist die DNA-Methode von unschätzbarem Wert, auch für Wissenschaftler. Ahnenforscher wollen damit sogar lang verstorbene Menschen identifizieren. Südharz, die Lichtensteinhöhle, 2008. Unweit vom Kyffhäusergebirge entdecken Archäologen einen versteckten Höhleneingang. Die Spalte ist nur 30 cm breit. Tief im Berg stoßen sie auf einen unglaublichen Fund. Knochen mit Schnitt- und Brandspuren, vermutlich Jahrtausende alt. Die Knochen von rund 40 Menschen sind gut erhalten, konstant gekühlt bei 8 Grad. Alle überzogen mit Kalkkristallen. Das hat die Skelette konserviert. Ein Glücksfall. So hat sich die DNA der Knochensubstanz nicht zersetzt. Die DNA hält sich unglaublich
lange in einem bestimmten Umfeld, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Im Fall des Ötzis ist es Kälte gewesen, kann aber auch Trockenheit sein. Und so hält sich eine DNA über Jahrzehnte, Jahrtausende, Jahrhunderte hinweg. Die Wissenschaftler wagen ein Experiment. Am Göttinger Institut für Anthropologie wollen sie herausfinden, wer waren die Toten? Wie sahen sie aus? Wann sind sie gestorben? Ein paar Milligramm der Knochen reichen für die molekularbiologische Untersuchung. Damit wollen sie den historischen Gencode knacken. Man benötigt Spezialverfahren, die auch in speziellen wissenschaftlichen Laboren vorgehalten werden. Es gibt dort Wissenschaftler, die sich speziell darauf spezialisiert haben, sehr, sehr alte DNAs zu untersuchen. Man hat dann auch immer die Gefahr der Kontamination, dass auch neuere DNAs die alte DNA überlagern. Und da muss man ganz spezielle Verfahren und Vorkehrungen treffen, um dort zu Aussagen zu kommen. Um die Skelette zu analysieren, setzen die Experten altbekannte Verfahren ein. Mit der PCR, der Polymerasenkettenreaktion, vervielfältigen sie wieder kleinste DNA-Mengen. Die Genanalyse im Speziallabor lüftet das Geheimnis. Im Schein des UV-Lichts wird die DNA sichtbar und beweist, die Skelette sind 3000 Jahre alt, stammen von gesunden Menschen. Die Forscher können sogar eine Großfamilie identifizieren. Ein Familienclan aus der Bronzezeit, drei Generationen, Großeltern, Eltern, Kinder. Eine Sensation für die Wissenschaft. Der älteste genetisch belegte Stammbaum der Welt. Dann versuchen die Experten, den Höhlenmenschen ein Gesicht zu geben. Mithilfe spezieller DNA-Marker wagen sie eine plastische Rekonstruktion. Haarfarbe und Augenfarbe könnten stimmen. Kopfform und Hauttyp sind Fantasie. Noch. Aber die Forscher wollen wissen, gibt es Nachfahren, die vielleicht heute sogar noch leben? Dazu durchsuchen sie eine wissenschaftliche Datei, die sich mit der Abstammung befasst. Die sogenannte YSTR-Datenbank. Darin sind chromosomale Familienmuster gespeichert. Anonym, weltweit, nur von Männern. Nur die haben das Y-Chromosom. Die YSTR-Datenbank hat natürlich auch keine Namen. Die Namen der Personen, die dort eingestellt sind, oder man muss eigentlich sagen erfasst sind, sind nur DNA-Profile, die einen Hinweis auf eine Region geben, aber nicht auf eine Person. Die Datenbankanalyse ergibt, der Familienclan aus der Höhle hat ein ganz spezifisches Genmuster. Eine seltene Sequenz auf dem Y-Chromosom. Die gibt es nur bei Männern in der Harzregion. Die Menschen im Harz waren schon immer sesshaft. Im einzigen Wirtshaus des Örtchens Fürste wälzen Ahnenforscher alte Bücher. Manch Stammbaum lässt sich 500 Jahre zurückverfolgen. Dann haben die Experten eine weitere Idee. Per DNA-Test wollen sie lebende Nachfahren der Bronzezeitmenschen finden. Genau 273 Einwohner kommen zur freiwilligen Speichelprobe. Tatsächlich, der Abgleich zeigt eine weitere Weltsensation. Eine durchgängig männliche Familienlinie seit 3000 Jahren. Drei Dorfbewohner sind direkt mit den Bronzezeitmenschen verwandt. Die Männer aus Fürste und dem Nachbarort begegnen zum ersten Mal ihren Vorfahren. 120 Generationen reicht ihr Stammbaum zurück. Den 3000 Jahre alten Schädel ihres Urahnen in den Händen zu halten, absolut beeindruckend. Eine weltweit einmalige Familienzusammenführung dank DNA-Analyse. In der Methode steckt noch viel mehr Potenzial. Aus winzigen DNA-Spuren wollen Experten sogar auf das Äußere von Menschen schließen. Doch geht das überhaupt? Zum heutigen Repertoire gehört, aus wenigen Zellen DNA zu isolieren und zu vervielfältigen. So kann jeder Mensch identifiziert werden. Doch wie sieht das dazugehörige Gesicht aus, der Körper? Vor allem Wissenschaftler in Holland und England wollen diese Codes entschlüsseln. Dabei fokussieren sie sich auf die Bereiche, die für Merkmale verantwortlich sind. Bestimmte Genkombinationen kodieren unsere Haut, Haare oder Augenfarbe. Und tatsächlich,
Mit hoher Treffsicherheit können Experten blaue und braune Augen aus den Genen ablesen. Außerdem, ob ein Mensch hell- oder dunkelhäutig ist und von welchem Kontinent er stammt. Auch rote Haare lassen sich mit 90%iger Sicherheit bestimmen. Schon bei der Aussage braune Haare wird das Ganze weniger wahrscheinlich, weniger aussagekräftig. Oder blond ist dann noch eine schwierigere Aussage. Und wie das dann mit grauen Haaren aussieht, das kann sich dann jeder selber vorstellen. Ganz zu schweigen von Untersuchungen, die dann in die Irre führen, weil die Haare gefärbt wurden. Wissenschaftler wollen aus der DNA eines Täters sogar sein Phantombild erstellen. In Deutschland ist es derzeit nicht erlaubt, von Genen auf äußerliche Merkmale zu schließen. Doch internationale Experten arbeiten daran, alle genetischen Puzzleteile zusammenzufügen aus Augen, Haut und Haarfarbe. All das sind Merkmale, die man bestimmen kann, die man natürlich nachher auch zusammenfassen kann, die aber noch nicht so spezifisch sind, als dass sie nachher ein Bild von jemandem ergeben, also ein Foto ergeben können. Da sind wir noch einen ganzen Schritt weit entfernt. Immerhin schaffen Kriminalisten schon, aus dem menschlichen Atem auf die Person zu schließen. Britische Forscher haben jetzt entdeckt, bereits 30 Sekunden reichen, um eine verräterische Spur zu hinterlassen. So sollte ein Verbrecher am Tatort den Mund nicht mehr öffnen. Der genetische Fingerabdruck steckt auch im Atem. Ein kurzes Räuspern ist schon zu viel. Zigtausende Tröpfchen mit hunderttausenden Zellen sind für Ermittler eine auswertbare Tatortspur. Der Atem ist natürlich gefüllt mit kleinen, mini-kleinen Speicheltröpfchen, also wie ein Aerosol, kann man sich das vorstellen. Und in diesem Speichel ist natürlich auch DNA drin. Deswegen nimmt man beispielsweise Speichelproben auch ab. Das heißt also, wenn ich rede, dann kennt man das selber, dann fallen so kleine Speicheltröpfchen aus dem Mund. Und die sind natürlich mit DNA angereichert, weil da Zellen drin sind, Schleimhautzellen. Und daraus kann man DNA bestimmen und auch einen genetischen Fingerabdruck. Nur in einem Fall scheitert die Verbrecherjagd per DNA-Test. Da müssen Kriminalisten passen. Berlin, Überfall auf das Luxuskaufhaus KDW in einer kalten Januarnacht 2009. Übers Vordach dringen drei maskierte Gestalten ein. Vorbei an Videokameras und der ausgeschalteten Alarmanlage seilen sie sich in den Innenhof ab, kriechen durch einen Schacht bis zur Schmuckabteilung. Unbehelligt machen sie fette Beute, Uhren und Schmuck im Wert von rund 6 Millionen Euro. Allerdings, irgendwo zwischen Fassade und Vitrinen verlieren sie einen Handschuh mit einer Schweißspur. Heutzutage ist das kein Problem mehr, auch Schweißspuren zu untersuchen. Ein paar restliche Hautzellen befinden sich immer da drin. Wir haben konkret aus dem Innenteil des Handschuhs zwei Stoffproben genommen und die mit unseren Standardanalysemethoden DNA-analytisch untersucht. Wir haben dann ein DNA-Muster herausbekommen und haben dies in die DNA-Datenbank eingestellt. Der Handschuh lässt die Ermittler hoffen. In der bundesweiten DNA-Datei gibt es sogar einen Treffer. Aber das DNA-Profil vom Handschuh passt gleich zu zwei vorbestraften Kriminellen. Es sind eineiige Zwillinge, 27 Jahre, aus dem Libanon. Einem mobilen Einsatzkommando gelingt in Niedersachsen die schnelle Festnahme. Die Verdächtigen landen in der Berliner Untersuchungshaft. Doch zur Tat schweigen beide, hartnäckig. Kein Wort auch, wo die Millionenbeute abgeblieben ist. Die Polizei kann nicht ermitteln, wer von den Zwillingen den Handschuh trug. Im Zweifel für beide Verdächtige. 5 Wochen nach dem Juwelen-Coup muss das Duo freigelassen werden. Gilt als unschuldig. Perfekte Gene für den Millionenbruch. Das Ermittlungsverfahren gegen die Zwillinge wird eingestellt. In der Berliner Kriminalgeschichte ein bislang einzigartiger Fall. Auch wenn per DNA-Analyse jeder Täter weltweit identifiziert werden kann, in diesem Fall ist es einer zu viel. Wenn ich eine offene Tatortspur habe, die zu einem dieser eineigen Zwillinge passt, passt sie auch logischerweise zu dem anderen. Das heißt, beide Personen
Zwillinge kommen als Spurenverursacher in Betracht. Und damit ist es nicht mehr individualtypisch zuordnenbar. Das heißt, das typische DNA-Muster eines Menschen passt bei eineigen Zwillingen gleich zu zwei Individuen. Die Folge: Freiheit, weil die Methode an ihre Grenzen stößt. Doch dank DNA-Test werden auch jahrzehntealte Fehlurteile revidiert. Bartow im US-Bundesstaat Florida. 35 Jahre lang sitzt hier der Amerikaner James Bain unschuldig im Gefängnis. Im Jahr 1974 wird der Teenager beschuldigt, einen kleinen Jungen sexuell missbraucht zu haben, obwohl er ein Alibi hat. Der 19-Jährige wird verurteilt zu lebenslänglich. Eine falsche Zeugenaussage bringt ihn hinter Gitter. Aus der Haft versucht er, seine Unschuld mittels DNA-Test zu beweisen. Viermal wird er abgewiesen. Dann endlich darf ein Labor das angebliche Beweisstück untersuchen. 35 Jahre lang wurde die Unterhose des missbrauchten Jungen aufbewahrt. Doch sind die Spuren überhaupt noch auswertbar? Wichtig ist, dass die Hose trocken gelagert ist. Eine Asservatenkammer normalerweise getrocknet vorliegt. Man kann dann mikroskopisch versuchen, noch Sperma nachzuweisen. Das könnte eventuell schwierig werden, weil die Zellstruktur sich aufgelöst haben kann. Aber die DNA-Moleküle sind normalerweise so robust, dass sie auch jahrzehntelang im trockenen Zustand vorliegen können und danach noch mit den Standardmethoden untersucht werden können. Tatsächlich findet sich auf der Unterhose kein DNA-Profil von James Bain. Der wahre Täter muss ein anderer sein. Nach genau 12.775 Tagen Haft spricht ein Richter James Bain frei. I am now signing the order, sir. You are a free man. Congratulations. Not guilty, nicht schuldig, steht auf seinem T-Shirt. Und das, meint der 54-Jährige, ist ein Verdienst der Wissenschaft. Er ist rehabilitiert. So wie über 250 Unschuldige, die allein in den USA mit Hilfe einer DNA-Analyse bis heute wieder freigekommen sind. Das verdanken sie nur der Entdeckung des genetischen Fingerabdrucks Mitte der 80er Jahre. Seitdem hat der DNA-Test die Kriminalistik revolutioniert wie keine andere Waffe von Ermittlern. Ein nahezu unschlagbares Instrument bei der Verbrecherjagd, den Tätern auf der Spur.